Das Schloss Versailles soll der Stolz Frankreichs sein. Mit Gärten von unvergleichlicher, einmaliger Schönheit. Es soll der Himmel auf Erden sein. Was ist eure Philosophie? Philosophie? Über die Natur? Nun, sie ist mein Leben. Dieses Durcheinander? Das ist euer Paradies? Es ist meine Suche danach. Ihr gewährt neue Ideen bei der Gestaltung der Gärten. Wieso? Willkommen in Versailles. Diese Frau, ist sie der Aufgabe gewachsen? Sie ist sehr geschickt in dem, was sie tut. Warum ich? Ich habe euch beobachtet. Ihr habt mich neugierig gemacht. Ich bin an den Hof des Königs eingeladen. Seht ihr, wie euch alle anschauen? Gebt mir auf der Stelle einen Kuss oder ich bin zu Tode beleidigt. Ich bin doch ganz unbedeutend. Was könnte an mir interessant sein? Ihr habt etwas an euch, das alle verzaubert. Zeigt uns eure Brüste. Sind sie hübsch? Wollt ihr meine sehen? Was macht eine Dame von solcher Eleganz in der Gesellschaft von diesem Mann? Ich habe schon immer das Ausgefallene bewundert. Das mag ich an mir. Oh, Madame, bitte bringt mich zum Schweigen. Eure Majestät? Ein zarter, ehrlicher Duft, wo manch andere Rose zu verblassen scheint und verblüht. Dieses Schicksal erwartet alle Rosenhoheit. Gehen wir ein paar Schritte. Eure Gattin begleitet sie euch nie? Nein. Sie ist sehr beschäftigt. Und sehr unabhängig. Gibt es jemanden, den ihr liebt? Er ist der vollkommenste Mensch, den ich kenne. Ihr seid wunderschön. Wollt ihr mir schmeicheln? Soll ich nicht? Ihr wart bei dieser Frau, einer Gärtnerin. Ich bin auch ein Gärtner, Madame. Ich bitte euch. Wir könnten hier alles überschwemmen. Tut es. Mag uns die Natur auch noch so grausam behandeln. Uns bleibt immer noch unser Wille. Geduld, Fürsorge und bedingungslose Hingabe. Das ist unsere ganze Hoffnung.